Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Minecraft weiter mit Jan. Hey, was geht da? So, ja, The Crew ist auf jeden Fall einer der größten Spielwelten. So, das muss ich dann nochmal klar darstellen von der letzten Folge. Ich denke, dass The Crew 2 wird, was hat Spike gesagt, ein bisschen kleiner werden, ne? Glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher, weil normal hieß es eigentlich, Ja? wie ich es jetzt gehört habe, dass das wieder die ganze USA wird. Aber wahrscheinlich wird es ja wieder dieses große Rennen geben. Ja, und Und dann. dann gucken wir einfach mal, ob es wieder 5 Stunden dauert wie beim ersten Teil. Ja, man braucht über 5 Stunden oder so, glaube ich, um einmal Richtig. komplett rumzufahren. Also ich habe es nie mit dem LaFerrari oder so ausprobiert. Glaube ich, zum Abschluss, wenn mit Q2 kurz vor dem Start steht, dann gucken wir beide nochmal mit Q1 rein und Das müssen wir fahren dann dann nochmal machen ein und dann bisschen. Stream machen Wir über haben noch das einen lange Rennen. Stream. Als letztes Abschiedsgeschenk, Junge. The Crew war einfach, also wer noch ein War Auto, absolut wer geiles Spiel. wenig Geld ausgeben möchte, weil das kostet nicht viel und einfach ein bisschen The Crew 1 spielen möchte, im Multiplayer macht mega viel Spaß, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob da überhaupt noch was los ist. Ja, ich war die letzten Tage mal wieder online. Ist eigentlich Ja. schon noch gut da. Ja, Multiplayer hat mir einfach so viel Spaß gemacht und das ist einfach ein negativer Aspekt an Forza. Wir hatten uns so viel erhofft von Forza, aber leider nichts in Erfüllung von gegangen. Ich meine, so der reine Forza Multiplayer ist schon scheiße. Also mit diesen Drift, also Skillpunkten, Fähigkeitssystem, das ist schon echt Müll, weil wenn du besser fährst, bringt dir halt nichts, weil du musst rumdriften und irgendwas anderes machen. Was sind die meisten Punkte, ist irgendwie schon ein bisschen kacke. Ja, ich Und weiß auch ja. nicht, wer auf diese Idee gekommen ist bei denen. Also, das ist Ja, nicht man macht da einfach. immer Punkte, hallo, das Rennspiel. Also, klar, man soll Forza nicht so ernst nehmen, Forza Horizon, sondern mehr Arcade-lastig. Aber, ey, Leute, wenn ich ein Rennen gewinne, gibt es 10 Punkte und da hinten gehe ich hin. So. Ja, ein gutes Und hier nicht irgend so eine. Fähigkeit, Punkte, Kacke einfügen. Manchmal will ich da einfach gar nichts zu sagen, weil darüber rege ich mich dann einfach nur wieder extrem auf. Das Spiel war nicht schlecht, ist nicht schlecht, Die aber Langzeit Kampagne. für Multiplayer ist nicht so der Hit, sag ich mal. Richtig, die Kampagne ist der absolute Burner. Ich liege im Bett. Also, wer sagt, die Kampagne in Forza ist scheiße oder so, Alter? Geh Hallo, nach Hause. bitte, geh nach Hause, Alter. Ich fahre gegen Auto, gegen Flugzeuge Jet und rennen, so, Alter. gegen Dingens Sachen und so. Also, das ist schon. Porno, Alter. Also ich habe es mega gefeiert. War mega zufrieden einfach damit. Nur der Multiplayer hat mich ein bisschen enttäuscht. Und das erhoffe ich mir, dass The Crew 2 das genau gleich macht wie in The Crew Ersten 1. Teil, ja. Vielleicht ein bisschen besser Einfach. synchronisieren, weil das war immer so ein kleines Und Problem. vielleicht etwas größere Lobbys, glaube Genau, größere ich. Wie waren Lobbys. da eigentlich immer? 6, glaube ich. 6, ne? 6 oder 8? War schon geil. 6 oder 8, keine Ahnung, weiß ich nicht. War auf jeden Wenn wir Fall dann cool. spätestens sehen, wenn wir uns nochmal spielen. Richtig. War auf jeden Fall genial, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das steht für mich ganz oben. Auf jeden Fall einer der obersten Titel bei mir, The Crew 2. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auf Formel 1 freue ich mich auch mit diesen ganzen Sachen. Ja, Star Wars Battlefront freust du dich ja, ne? Da kannst du ja eigentlich Ja. ein bisschen was drüber erzählen. Ich werde es nicht kaufen, sage ich gleich, Leute. Also meine aktuelle Liste, ja, sieht eigentlich noch mit Formel 1 aus. Forza Motorsport, dann kommt ja sofort danach, nach Motorsport Destiny 2. Ja, Ja, für Destiny. jeden hier im TS eine Sache von haben wollen und spielen wollen und suchten wollen. Also da kann ich schon mal sagen, da wird es wieder Folgen mit Kabi geben, der mit mir LS macht und mit Ultra und vielleicht sogar mit Spike. Und also da werden wir mit vielen, vielen Leuten spielen. Das steht zu 100% fest. Destiny 2, ich bin so gehypt, Leute, da darf ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil dann höre Ja, weil ich. sonst brauchen wir gleich wieder Taschentücher. Ja, der ganze springende Punkt ist einfach, viele sind nicht so angeturnt, die vielleicht Destiny 1 gespielt haben. Wir als PC-User sind aber enttäuscht gewesen, dass Destiny 1 nicht gab für den PC. Jetzt kommt das, was wir haben wollten und wir freuen uns einfach mega. Wie bei Forza ist ja auch jetzt endlich am PC halt Horizon 3 angesiedelt. Besser Ja, geht's nicht. besser geht's auch nicht. Also, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und so langsam haben die Spieleentwickler es gerafft. Reiner Konsolensupport ist nicht unbedingt gut.
Ja, und man kann ja sehen an Battleground, ey, wenn die PC-Leute du ein gutes Spiel raushaust, dann ficken sie auch mal gerade die Steam-Charts. Ja. So, und dann wird so ein Spiel wie Counter-Strike Global Offensive, was mega gehypt ist, einfach in Grund und Boden gestanzt. Ja. Das Einzige, was immer noch ein bisschen besser ist, ist Dota zurzeit. Na gut. Aber sonst hält nichts mit an Wäre Battleground. aber Battleground kostenlos, dann wäre Dota auch weg. Ja, Weil auf Dota jeden ist ja Fall, Alter. kostenlos und da denkt sich auch jeder, ja, spielen. Hab's nie gespielt, ich kann nichts zu sagen, aber ja. Wenn Battleground jetzt noch, Ich keine finde Ahnung, LOL besser. kostenlos, dann wäre da alles vorbei. Also wenn mich jemand fragt, was findest du besser, Dota oder LOL, LOL. Ganz einfach. Ist ja sowas Gleiches, Ja, Ähnliches, ne? ja. Ich habe beides ausprobiert und ich muss, upsa, muss eindeutig sagen, ich fand LOL besser. Aber das ist auch Geschmackssache. Das ist so wie der eine sagt, ich mag Counter-Strike, der andere sagt, ich mag lieber Battlefield. Eigentlich kann man die beiden Spiele nicht so miteinander vergleichen, aber ja, Shooter ist Shooter. Das ist so wie du. Du Machen, stehst ja. mega auf Rainbow Six Siege. Ja, die Stunden, die du in Rainbow verbringst, Alter, das ist schon einzigartig. Ja, dafür bist du absolut kein Counter-Strike-Fan. So. Ja, deswegen, ob sich zurzeit für dich überhaupt so ein Spiel wie Star Wars Battlefront überhaupt rentiert, ja. Ja, ich freue mich einfach drauf, weil endlich Klonsoldaten und Druiden, ne, sofort, ne? Ja, man muss bei Weil es halt um dir. eine Story gibt und weil die Story natürlich auch die ich gerne spielen will, weil es sozusagen was Neues ist für Star Wars, weil es gibt ja kein Buch darüber, also es gibt jetzt Richtig. bald ein Buch, weil die in Star Wars Singleplayer erzählt über den Inferno Squad und Man muss aber deswegen. auch sagen, du bist halt mega Star Wars-Fan. Ja, und So. das ist auch ein Grund dafür, also 75% deswegen kaufen wir das Spiel. Richtig, weil er ein Star Wars-Fan ist und nicht, weil er das Spiel vielleicht mag. Es könnte sein, dass du an das Spiel 10 Stunden spielst und macht es aus. Ja, ich habe ja die glaub Klaus Beta, Klaus Alpha, die man da Ja. spielen konnte. Ich habe auch 28 Stunden schon gespielt. Ja, War ich. im Multiplayer was mit Level 43 schon oder so, keine Ahnung. Ich bin online gegangen, bin ausgegangen. Weiß ich auch, ja, was ist Tschüss, was ist das für eine Scheiße, habe ich mir einfach nur gedacht. Und raus. Gut, das ist halt auch Geschmackssache, das muss man ganz einfach sagen. Ja. Ich und Jan sind eigentlich schon ziemlich gleich, was mit Spielgeschmäckern angeht. Es gibt nur ein paar Spiele, wo wir Unterschiede haben. Ein paar. Ja. Ja, wir haben sogar den gleichen Geschmack mit Sims 4, also. Mir ohne Überlegung, ob ich mir das Vorstadt-Erweiterungspack da noch holen soll. Der weiß, wenn dieses Spiel manchmal nicht so eintönig wäre, ja, dann würde ich das Spiel Ah. längst schon auf YouTube veröffentlichen Und nochmal, mit oder? Multiplayer wäre das Das gut, ist. Leute. Aber es gibt halt da auch mal 10, die mega Ich sag mal so, der Start ist eintönig echt, sind. sag ich mal, langweilig. Aber zum Richtig. Beispiel jetzt, wo ich nicht mehr arbeiten muss mit meinem Mannequin da, kann ich machen, was ich will. Genug Kohle. Ja, aber Einfach. man muss das aber auch Macht schon Spaß erstmal jetzt. herausfinden. Ja. Also für jeden, der sich das vielleicht wissen will, könnt ihr in den Kommentar schreiben, dann gibt's ein kleines How-to, viel Money in Sims 4 machen Tutorial. Ja, dann muss Jan das aufnehmen und dann kann das hochladen. Ich suche immer noch. Wo ist denn hier jetzt Biomaterial? Wo war das? Hier. Richtig, da hinten. Da, wo du nicht bist. So, jetzt muss ich wieder nach oben gehen. Weil oben dann der ganze Holz dann gleich. Ach, ich habe noch die ganzen Ich Zäune. habe das alles eingesammelt, was da so rumlag. Ja, und ich bin beigegangen und habe jetzt oben auch schon das Holz abgebaut. Wir sind schon gut jetzt vorangekommen, Jan. Also wir kriegen wirklich die ganze Scheiße da heute weg. Das ist Mich. mega gut. Dann können wir beim nächsten Ups. Mal, wenn wir aufnehmen, weil Jan, die muss nämlich gleich weg, weil das war ja nicht geplant, dass wir. Ey, dauert nicht lange, eine halbe Stunde, Stunde bin ich wieder da. Ich mal ganz kurz noch meine Haare wieder schick machen, weißt Hey, du? Ja. Bin zu lang wie so ein Taliban, weißt Mr. Taliban. Gott, Alter. Gut zum Friseur, keine Ahnung, Leute, 10 Minuten danach fahren wir noch irgendwo hin, Kaffee trinken oder irgendwas. Kuchen Was? essen. Gibt's nicht. Dann Ohne ab mich wieder nach fährst du Kaffee Hause. trinken? Nee, Kaffee trinkt du ja sowieso nicht, aber Kuchen essen, dann bin ich dabei. Gibt's nicht. Kannst deine Mama sagen, ist gestrichen. Ja, ist Kartoffel. Ja, sechs Sätzen. Gibt's nicht. Ohne mich Kaffee trinken fahren. Tja. So, ich werde euch das nächste Mal wieder ärgern.
werde nur noch Spaghetti-Eis posten und all sowas. Ravioli. Boah, Kabi, der war richtig mies drauf, deswegen steht da draußen voll heiß. Gehe mit meiner Familie Eis essen, Alter, und poste ihn erstmal mein schönes Spaghetti-Eis. Danach noch irgendwas zu fressen und der war so angeschissen, Alter. Alter, der war so pissig. Marshall, blöder Sack, so. So, jetzt muss ich hier hoch. Bing, 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 weil hier ist nämlich der Weg. Bing, bling, bling. Nee, da müssen wir lang. Ja, irgendwie auf dem Baum und dann hier und dann hier und dann, keine Ahnung. So, auf den blöden Baum. Jetzt hier hoch. Blum, 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 blum. Denke ich, müssen wir oben jetzt hier wieder Bäume draufstellen. Ja, auf je. Ach, ich habe keine mitgenommen. Ja, nee, geh mal runter. Ja, geh mal runter und hol mal Bäume. Ja, und dann bring vielleicht noch mal ein bisschen Erde mit, Jan. Ja. Weil hier guckt jetzt die Steine durch von dem Keller, den du gebaut hast. Ja, ein bisschen hast. Terraforming auffüllen da. Ja, richtig, wieder ein bisschen auffüllen und dann sollte das eigentlich ganz okay sein. Bisschen natürlicher, ein bisschen Schminke drauf auf dem Berg, dann passt das. Richtig. Ist die Treppe jetzt eigentlich komplett weg, Jan, ne? Die ist weg, ja. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem ganzen Kies? Lassen wir das hier oben einfach drauf. Eine Schicht nur, ne? Ja, eigentlich würde ich auch einmal wieder wegreißen. Okay, dann musst du vielleicht noch mal eine Schaufel mitbringen. Jo. Ja, Leute, dann haben wir das nämlich gut geschafft. Ich weiß, war jetzt vielleicht nicht so informativ hier, was mit Minecraft zu tun hat, aber ich finde, wir haben ja auch gut gequasselt. Da gehe ich immer. Minecraft ist immer sofort rumblabbeln, bis umgehen nicht mehr. Ja, und wie viele Folgen haben wir jetzt gebraucht? Drei oder vier, ne? Vier. Hier sind wir jetzt, glaube ich, ja. Geht vollkommen klar. Ja, klar. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Was ich unbedingt wieder haben möchte, eigentlich ist. Schaufel? Schaufel? Gib mir Schaufel. Danke. Okay. Was ich gerne wieder haben möchte, ist, dass meine Fackel leuchtet. Sie tut das nicht mehr. Meine schon. Meine nicht. Keine Ahnung, das hat mein Shader halt kaputt gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mein Minecraft mal neu machen oder so. Ja, frisch machen. Aber wenn man sich auch so überlegt, wie so ein Spiel wie Sims 4, sag ich mal, das war, klar, kennt jeder, aber jetzt auch nicht, sag ich mal, so die Tonnen von Massen spielen. Man alleine ja schon, ich zum Beispiel 150 Stunden schon drin verbracht habe. Meinst du nicht, dass es da wirklich Massen gibt, die das spielen? Ich glaube schon, ja. Also die übelsten Massen jetzt. Ja, ich glaube echt schon. Spielen schon viele, ja. Aber, ja. Ist ja genauso wie Rainbow Six Siege, dass das Spiel in Steam, was kein Steam-Spiel ist, schon ziemlich weit oben ist, sieht man einfach, dass zurzeit Hauptspiele einen ganz anderen Aspekt bekommen. Oder einen anderen Weg gehen. Zack, zack, so, jetzt müssen wir erstmal Hayabubu machen wieder. Hast du ein Bett bei dir? Weil ich habe zwei. Ich habe eins. Okay. Ich hab eins. Ne, also abgehen tut das schon zurzeit der Spielemarkt. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, diese Spiele, die früher den Markt angegeben haben, sowas wie Battlefield oder etc., die haben ausgegeben. Sind nicht mehr so. Nein. Die Zeiten sind so ein wenig. Ja, Shooter waren vor ein paar Jahren immer noch. Immer Call of Duty oder Battlefield. Ja. Gab es eigentlich nichts anderes mehr, so, wo man drüber reden konnte oder was wichtig war? Nee. Also auf gar. Ja, gut, Counter-Strike gab es dann immer, ne? Ob Source ja, war oder. Dingens, das hat ja immer gespielt. Also eigentlich kannst du sagen, es gab immer drei Publisher. Einmal Battlefield, einmal Counter-Strike und einmal COD. Das waren die drei Ego-Shooter, ne? Und heute hast du Rainbow Six Siege, du hast Battleground kann man eigentlich auch als Shooter einschätzen, oder? Battleground, ja, kann man in dem Sinne mit als Shooter. Es handelt ja eigentlich ums Kämpfen. Dann hast du H1Z1. Zwar dasselbe Spielprinzip, aber die Leute spielen's, ne? Auch so ganz viele Alpha-Spiele, so wie Squad, dieses ultra-realistische Soldatenspiel da. Ja. Ja, also viele. Ja, was machen wir hier, Jan? Das sieht scheiße aus, ne, hier.
Da, wo du dein Dingens. Ja. Machen wir da noch eine Reihe drauf. Wenn du noch Erde hast, dann schmeiß mir auch nochmal ein Päckchen rüber. Das ist ein Premium-Pack. Dankeschön. Aber irgendwie so, hier mit so ein paar Kanten rein. Was wichtig ist, dass man die Steine nicht sieht. Und dann pflanzen wir ein paar Bäume. Das war da fällt das eh nicht mehr hoch. Ja, dass wir von unten nach oben gucken, dass das vernünftig aussieht, finde ich. Ja, und bis zum nächsten Mal werden wir uns dann schon was überlegen, Leute. Oh, ich habe keine Erde mehr. Doch, du hast mir noch. Nee. Ja. Ist aufgegessen oder was? Ja, ich habe alles hier raufgeklatscht auf dem Boden. Ah, hast du noch mehr? Nur noch meine Sachen hier, aber kann. Teilen. Oh ja, hast du fein gemacht, hast du schön geteilt. Also toll, ne? Machen wir hier so ein Eck rein, keine Ahnung, ja. Und gehen Erde. Ich hol noch mal ein bisschen was. Hast du schon Setzlinge? Achso, ja, die kann ich dir mit schmeißen. Pflanze ich auch mal da hinten. Geh auch da hinten. Alles zu Bomben. Ihr könnt uns auch gerne mal, wenn ihr das möchtet, uns reinschreiben, was sich alles so mit 1.12 so verändert hat. Was müssen wir vielleicht beachten? Gibt es was, was wichtig ist, was für uns eine Rolle spielt? Genau. Wenn es nichts gibt, dann müssen wir auch nichts schreiben. Außer mal Hallo schreiben, das wäre auch schon. Ja, einfach mal Hallo und ihr seid cool und Abo und Like da lassen, dann könnt ihr schon mal machen hier, ne? Oh Mann. So. Sehr schön. Fertig. Alter, wenn das gewachsen ist, weißt du, wie das hier oben aussieht? Boah, jetzt habe ich nichts auf die andere Seite gepostet, hier hinten hin, ne? Hier haben wir jetzt nichts hingesetzt. Ja gut, hier oben. Also kann auch nichts wachsen. Sieht einfach schick aus, muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, Leute. Da hinten, ich glaube, das. Du bist so eine Fotze, weißt du das eigentlich? Das war eigentlich, das war der Baum, der hier gewachsen ist. Ja, ja, alles klar. Hey, komm hoch, hier ist ein Baum. Hier ist sofort hochgewachsen. Oh, ich hab neues Rezept, ich kann Kuchen backen. Kuchen backen? Achso, weil du Ei gekriegt hast, oder? Ja. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal auch noch so ein bisschen machen. Ich werde da hinten wirklich die Steine da wegmachen, Jan, und Erde reinsetzen. Ne, wenn du jetzt hier oben stehst und du guckst darüber, das stört ja eigentlich nur. Einfach Erde rein und dann. Ja, und dann sollte das schon ganz okay sein. Das kann man so nebenbei auch noch machen. Dann würde ich gerne mal unser Feld starten. Das haben wir auch schon Ewigkeiten. Ja, bisschen Lecks verursachen. Ich weiß gar nicht, ob der Server dabei abstürzt, Alter. Ich denke nicht. Ich denke eher Minecraft stürzt ab, also der Server nicht. Aber Minecraft. Ich glaube, da gab es auch noch technische Probleme, ne? Da müssen wir mit den Kisten aber irgendwas machen. Da war noch irgendwas echt nicht. Dann lass uns doch nochmal gerade gucken. Wir sind zwar schon ein bisschen über die Zeit, aber das macht ja nichts. Interessiert uns ja nicht, ne? Nee. Ich glaube, wir sind auf falsche Seite gegangen. Ja, dann gehe ich ein bisschen bahnen. Ich stinke eh, Mann. Wir waren lange nicht online, Alter. Erstmal bahnen. Ja. Oh! Immer den Tintenfische mit rein. Oh ja. Rezept verfügbar. Schau dir das Rezeptbuch an. Wasserrezept. So, hier waren ja die Hebel. Bitte nicht draufdrücken. Was war der für in der Mitte? Keine Ahnung. Ach ja, hier war noch das Problem. Weil eigentlich passt das immer so, aber das ist hier bei diesen Dingern immer hängen geblieben. Das ist ja von hier oben so rein. Richtig. Einer voll war. Das ist das mal hier so liegen geblieben. Aber wieso habe ich denn hier was getestet? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wenn, dann müssen die ja zu. So. Ja, wenn der erste auf, wenn da alles drin ist, dann weiter. Bleibt da unten immer alles liegen. Ach, keine Ahnung. Eventuell, ja. Aber damit müssen wir uns auf jeden Fall nochmal auseinandersetzen. Das ist ziemlich wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Weil, überleg mal, was das alleine für Zeit gekostet hat, diese Scheiße zu bauen, Alter. Ja. Ich find's auf jeden Fall geil, unser. Ja. Unser Dingens. Ich finde das auch mega. Angenehme Größe, nicht zu übertrieben. Nein! Ja, wir können auf jeden Fall YouTube-Treffen machen, Junge. Wir haben für jeden was zu fressen. Gibt Kartoffeln. Ja. Hier kann jeder kommen, ungespielt, jeder, Dena, alle können hier kommen. Alle können hier kommen. Und mitspielen, ja, mit uns.
Ja, können locker, Junge, können wir für Dena, Junge, Ja. braucht er kein YouTube-Money mehr benutzen. Können wir Ja, hier locker kann alles können. verkaufen, was wir hier haben hier. Ja. Vorne fehlt ein Feld, siehst du das? Guck mal da unten. Oh, was ist denn da passiert? Kaputt. Ja, wenn ich jetzt da hinten hingucke, so viel ist das eigentlich gar nicht mehr zum Abtragen, wenn man ganz ehrlich ist. Man muss nur da unten jetzt endlich mal Erde reinmachen und dann ist das vollkommen Ja. okay. Da Hier sollte das oben schon steht eine klappen. Werkbank, Alter. Glaube, das ist wie so ein Das im Spiel ist. so ein paar Objekte finden. Überall steht irgendwas. Nach einer Folge, jo. Ja, 3000 denn Werkbänke wieder das hier müssen abgebaut. wir noch abzumachen, dass hier kein Creeper reinkommt. Ja, was dann genau hier verdichten. Ja, und dann würde ich ja gerne mal so ein Dingens bauen. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, wo so Zombies spawnen, wo die alle so runtergehen. Und wo du dann durch so Glastür im Glasfenster guckst, weißt du, und dann sitzen da so unten alle Zombies und so. Auf sowas hätte ich auch mega Bock mal. Okay, wir sagen aber damit vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es wird jetzt immer weitergehen, alle 2 Tage. Wir haben jetzt heute mal 4 gemacht. In dem Sinne haben wir jetzt 8 Tage Ruhe, um drüber nachzudenken und eure Resonanz anzugucken. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Vielleicht auch dann wieder erstmal hier ein bisschen Erde reinzusetzen, aber das werden wir sehen. Weil bauen gibt es genug. Wir sind noch lange nicht fertig. Gut. Ja, wir sagen damit auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, wer bis hier bis geguckt hat, kann ja mal schreiben, ob wir vielleicht auch mal wieder Besucher mit reinnehmen sollen. So wie Geige. Ja, der hat nämlich auch immer Bock mit uns zu spielen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall sagen, ja oder nein. Bis denne. Tschüss. Vielen Dank.